Hallo und herzlich willkommen hier zu meinem 150 Abonnenten Special. Ja, lange Zeit ist es her, seit der erste Teil von diesem 150 Abonnenten Special hochgeladen wurde. Das war ja ein Gewinnspiel. Und lange Zeit ist es auch schon her, seit der Einsendeschluss der Teilnahmekommentare überschritten ist. Das heißt, schon seit langer Zeit kann keiner mehr irgendeinen Kommentar praktisch dazu schreiben und damit ist es Zeit für die Auswertung. Wer hat denn das gewonnen? Das fragt ihr euch bestimmt. Ja, also. Und damit würde ich einfach mal sagen, ich zeige euch einen kleinen Einblick in die Kommentare und so. Insgesamt gab es 33 Kommentare, aber davon waren auch einige nur so rumgeredet. Ich habe auch auf einiges geantwortet. Insgesamt kamen dabei also 21 verschiedene Vorschläge für Ideen fürs nächste Abo-Special raus von 19 verschiedenen Teilnehmern. Ja, und da gab es wirklich eine ganze Menge was dabei. Die drei Top-Ideen, die am häufigsten genannt wurden, waren unter anderem ein Draw My Life. Das ist auf jeden Fall eine interessante Sache. Eine Womb Tour wurde auch des Öfteren genannt. Und was ich eine sehr interessante Idee fand, war ein Best of Idings. Alle Ideen sind aber, habe ich allerdings in gewissermaßen leider nicht genommen. Tut mir leid für die diese Ideen hatten. Es waren wirklich schöne Ideen. Aber, naja, Draw My Life interessiert mich jetzt nicht so. Zum anderen ist mein Leben zu langweilig, als dass ich da ein aufhängendes Video so machen könnte. Womb Tour kommt sowieso irgendwann. Wenn nicht, dann zumindest als Videospielesammlung oder Manga-Sammlung, was auch einer vorgeschlagen hatte. Und das scheitert auch in erster Linie daran, dass ich keine Kamera habe. Daran scheitern viele Ideen, die genannt wurden. Das tut mir wirklich sehr leid. Auch wenn man da was machen könnte. Und Best of Idings fand ich eine ziemlich interessante Idee. Ja, das erste Mal, dass diese Idee von Best of Idings genannt wurde, kam von Toga nicht. Bei deinem nächsten Abo-Special mach ein Best of Idings. Ich sag wirklich eine sehr nette Idee, wie ich finde. Aber erstens habe ich keine Lust, meine ganzen Videos durchzugehen und zu gucken, ob da irgendwo ein lustiger Moment dabei ist. Zweitens wird es an der Qualität scheitern, weil meine ganzen Displays von der Qualität her allesamt ziemlich mies. Darauf habe ich dann auch keine Lust, deswegen habe ich die Idee dann auch nicht verworfen und nicht genommen. Tut mir leid, Entschuldigung. Aber es gab noch viele andere witzige Ideen. Zum Beispiel hat auch der gute Smoncha, keine Ahnung, wie man den ausspricht, ich würde dich mal Smoncha aussprechen. Entschuldige, weil ich das falsch ausspreche. Er hat sehr viele Ideen genannt. Zum Beispiel, dass ich den Text singen soll oder ihn rappen soll. Wirklich sehr witzig. Oder dass ich mich zeigen könnte. Und seine ziemlich beste Idee von ihm, die ich fand, wo ich auch lange überlegt habe, ob ich die vielleicht nehme, war: oder mal in deinem nächsten Video Helium inhalieren und dann mit einer hohen Stimme reden. Das fand ich jetzt wirklich eine ziemlich witzige Idee, muss ich wirklich sagen. Hat mir sehr gefallen, die Idee habe ich auch fast genommen. Aber ich habe es dann doch nicht genommen, weil ich darum kein ganzes Special drehen könnte. Deswegen, also es wäre einfach so kurz, ich würde kurz Helium inhalieren, kurz was labern, Video vorbei, 2 Minuten Abonnenten-Special. Deswegen mache ich es nicht, aber ich werde es bestimmt mal in irgendein Abonnenten-Special einbauen. Wirklich eine sehr coole Idee, vielen Dank, Smoncha. Egal. Und dann gab es auch noch einige interessante Ideen, zum Beispiel von dem Chuck Norris. er hatte mehrere Ideen, aber er hat sie als einen Teil zusammengepackt und der zweite Teil, den finde ich auch sehr interessant. Teil 2, 15 Minuten, eine Review zu deinem Lieblingsspiel und bla bla bla. Ich finde auch, das ist eine sehr gute Idee, du wolltest ja, dass ich dir Feedback schreibe. Habe ich nicht gemacht, weil ich mir jetzt erst zur Auswertung die Kommentare durchgelesen habe. Ich finde, das ist auch eine sehr interessante Idee. Scheitert aber daran, dass ich noch kein Aufnahmegerät für Konsolen und so habe. Und wenn ich Reviews zu Spielen machen würde, würde ich das sowieso als ganzes Projekt nehmen. Nicht nur als kleines Abo-Special, aber eine wirklich schöne Idee. Dann gab es auch noch einige sehr nette Ideen. Also viele hatten auch die Idee, dass ich ein Bilder-Contest machen könnte. Ja, der erste Vorschlag zu diesem Bilder-Contest kam von Shell Gaming. Ich hoffe, ich spreche auch dich richtig aus. Ich würde machen, dass alle, die ein Bild malen und dir schicken, und der, wo das Beste hat, kommt in ein Video von dir.
Ja, also das war so der erste Ansatz zu diesen Bilder-Contests. Also ich finde es auch eine sehr schöne Idee, aber da müsst ihr alle noch arbeiten und euch anstrengen und dann muss ich noch was aussuchen und dann kann ich mich nicht entscheiden und dann gewinnen alle und also habe ich das auch erstmal nicht genommen, aber finde ich auch eine sehr schöne Idee, ein sehr schöner Denkansatz. Und ja, also insgesamt kamen wirklich sehr viele coole Ideen. Ich werde auch hier noch ein paar Ideen, während ich hier gerade laber, noch ein bisschen einscannen, die ich auch ziemlich cool fand. Ja, und insgesamt gab es also recht viele coole Ideen und ich musste mich dann am Schluss wirklich zwischen zweien ganz knapp entscheiden. Es wurde im Fact wirklich sehr knapp und hat dann auch nur wegen einem kleinen Aspekt hat dann jemand Bestimmtes gewonnen. Und zwar gab es dann zwei Kommentare, die mir am besten gefallen haben. Zum einen hier von Ork the Gamer. Mach ein Q und A, so dass jeder mehr über dich erfahren kann. Doppelpunkt Klammer zu. Ich denke mal, damit meint er mit Q und A bedeutet, glaube ich, so viel wie Frage-Antwort praktisch, also Question-Answer. Das finde ich als eine ziemlich coole Idee. Und da habe ich eigentlich fast schon gedacht, okay, Ork the Gamer ist eigentlich jetzt schon fast der Gewinner. Aber so leid es mir tut, Ork the Gamer, einer hat deinen Kommentar nochmal übertoppt mit einer etwas präziseren Idee, nämlich der gute Mystic Larkin. Mach doch ein FAQ. Du kannst im Hintergrund, während du die Fragen beantwortest, ein Spiel spielen oder einen Bildmann oder einen Anime-Manga-Charakter zeichnen. Und das war wirklich noch ein ganz klein wenig besser als von Ork the Gamer. Weil ich finde, es sehr reizvoll, ein FAQ so dann praktisch zu machen, dabei irgendwas zu spielen, weil so habe ich auch noch was im Hintergrund. Somit hat mir Mystic Larkin gleich schon mal eine Idee gegeben, wie ich das Video verpacken könnte. Und deswegen war es wirklich ein ganz, ganz knappes Ding hier. Und somit würde ich sagen, der Gewinner ist... Trommelwirbel. Mystic Larkin. Wuhu! Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Ja, damit... hast du gewonnen, Mystic Larkin. Herzlichen Glückwunsch. Nochmal, ich wiederhole mich. Naja. Aber damit wird deine Idee im nächsten Abonnenten-Special vorkommen. Wahrscheinlich im 200-Abonnenten-Special. Das wahrscheinlich in 5-4 Jahren kommen wird, aber mal gucken. Und noch dazu hast du irgendwas deiner Wahl im Wert bis zu 20 Euro gewonnen. Das kann ein Manga sein, mehrere Mangas, ein Videospiel, eine DVD, was auch immer du da haben möchtest. Also, ja, viel Spaß damit und danke für die ganzen anderen Kommentare. Ja, also tut mir leid, Ork the Gamer, es war wirklich ein ganz knappes Ding, du hättest fast gewonnen, aber dann kam echt nochmal dieser eine Kommentar von Mystic Larkin und tut mir echt leid, Ork the Gamer, es war knapp, es war wirklich knapp. Ja, und danke an alle anderen Einsendungen zu diesem Abonnenten-Special, hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, eure Kommentare vorzulesen. Ich werde es wahrscheinlich für die nächsten paar Specials keine Probleme mehr haben, mir irgendwas einfallen zu lassen. Ja, und ich würde sagen, damit ist dieses Abonnenten-Special vorbei. Also mein 150-Abonnenten-Special. Mystic Larkin hat gewonnen, Ork the Gamer wurde Zweiter und ja, also das war's dann mit diesem Video, würde ich sagen, fürs Erste und bis irgendwann und tschö!